zerschnitten. Mit dir komme ich auch noch klar. Bisschen besser mit euch. What the f... Fuck. Nein. Fuck, Mann. Tja, da hat sich es ausgekotzt. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Genau, verstopft das. Also, ich bin mir sicher, das wird jetzt unser bester Freund sein können. Wobei, wir können eine Zeit lang den hier benutzen. Hier haben wir jetzt dementsprechend nur so viel Munition wie davor. Wollt ihr mich verarschen? Wir sind im Zoo. Die wollen uns streicheln. Kinder, man springt nicht in den Zoo. Dürfen wir alles einmal zersäbeln. So kann man die auch zertrampeln. Ich trampel nur auf euch herum. Ah, wir haben wieder volles Leben. Aber Sohn, Isaac, das macht mir langsam Sorgen. Hören Sie mal. Ich würde nie. Aber Sohn, Daddy ist kein Mörder. Er ist nicht real. Doch, das ist er. Sie können ihn nicht sehen, weil Sie die Schritte nicht gemacht haben. Schloss, legen Sie den Schraubenzieher weg. Schritt rein. Worte. Weg mit dir. Spieß dich selber auf. Treffen muss gelernt sein. Rücken wir mal weiter hier im Raumschiff. Ja. Ein Aufzug ist heutzutage ein Raumschiff. Aufzug. Aufzug. Da steht sogar. Aufzug. Aufzug. Ich mag nicht mehr. Ich hab keine Lust. Also ich hab auf dieses Gewehr gar keinen Bock mehr. Ja, verkaufen will ich nicht mehr. Das heißt, wir brauchen eine neue dritte Waffe, vierte Waffe. Ja, und dafür noch ein bisschen können wir gar nicht kaufen. Pumpen wir uns lieber mit Munition.
hiervon voll. Ich würde mich jetzt einmal sehr gerne strecken. Dann speichern wir wieder. Mir ist aufgefallen, wir rennen gerade im Kreis. Wenn ihr versteht, was ich meine. Hier waren wir ja schon mal. Heißt das jetzt nicht, wir dürfen den ganzen langen Gang wieder laufen? Bums, bums. Noch ein paar Mal werfen. Und ich krieg das hin. Ich weiß bis heute nicht, was das sein soll. So, erstmal looten. Nicht so schnell. Ich bringe euch mit Klebeband um. So, das passiert, wenn man Klebeband unterschätzt. Klick. Oh, Isaac, scheiße, tut das weh. Der Bastard hat mich gebissen. Was? Oh, scheiße. Sind Sie okay? Ja, mir geht's gut, aber er redet nicht mehr mit mir und sieht mich auch nicht an. Ja, beleidigt. Wie sieht bei Ihnen aus? Bitte sagen Sie mir, dass der Plan funktionieren wird. Ich bin jetzt unterwegs zur Brücke, um die Gravitationsstrahlen zu aktivieren. Gut, Sie schwärmen durch ein Loch auf der Krankenstation rein. Zumindest müssen Sie da nicht durch. Unerwartetes Hindernis voraus. Schalte ab. Verdammt. Ja, das dachte ich mir gerade auch. Wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Hindernis her. Na, ich mach nicht weiter, ich beende jetzt das Spiel. Ja, wir gehen einfach weiter. Ich bin jetzt voll blau. Wobei das hier ist wahrscheinlich ultraviolett. Was ist denn das für ein Vieh? Das war ein schnelles, ein leicht zu tötendes und es hat mich trotzdem angekotzt. Also die Necromorphs kotzen mich generell an. If you know what I mean. Aber ich bitte euch. Ne, da will ich doch nicht. Energieknoten. Dunkelheit. Oh, das sieht unheimlich aus. Schnell. Beeilen wir uns. Erste Scheibe geknackt. Zweite Scheibe geknackt. Geknackt. Die sind behindert. Kann mal jemand bitte die Tür hinter euch schließen? Na klar. Scheiße. Die Necromorphs klettern ja gerne durch Lüftungsschächte. Und wenn jetzt so eine Pickelbeule zu uns gekrochen kommt. Isaac,
Oh, Item. Energieknoten. Ich könnte überhaupt mit jemandem reden. Sie bricht alles auseinander. Ich bin nicht klar und vorsichtig. Seltsam. Nur ein kleines Ding. Schlussendlich läuft es auf eine kleine Sache hinaus. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich wirklich wiedersehen. Noch einmal. Ich hab dich geliebt. Hab dich immer geliebt. Wie sich anhörte. Wie sich anhört, haben die uns die Necromorphs gerade auch ziemlich lieb. Deswegen, nachdem das hier zu Ende ist, Krampfposition. Boah, wie Isaac so aussieht. Müssen sogar hier lang. Spannend.